willkommen bei Plan C. Heute geht es um eine kleine Produktvorstellung, und zwar Military Basics hat diese Portable Gas Stoves im Angebot, so heißen die Teile. Also nichts anderes wie ein einflammiger, portabler Gasherd. Die Dinger sind jetzt weniger was so für Buschkraftmäßiges, also ich meine, keiner packt sich so einen Koffer hier in den Rucksack. Mir geht es auch darum, ich habe den immer im LKW mit, ich koche mir damit meine Sachen. Also die Dinger sind eigentlich ja, total genial. Und dieses Teil zum Beispiel, zeige ich euch noch gleich ganz genau, kostet, soweit ich mich erinnere, unter 15 Euro. Also geschenkt, wirklich. Die Dinger halten ewig. Ich habe den jetzt auch schon eine ganze Weile, benutze den auch schon kräftig, jeden Tag. Und ja, den wollte ich euch mal ein bisschen näher zeigen. Ist nicht viel dran, ist sicherlich interessant für Leute, die jetzt zum Beispiel ja, im Campingbereich reingehen. Es gibt auch jetzt viele, die, das ist jetzt so eine neue Mode, finde ich ganz gut, die so Vanlife und sowas machen, ne? Die sich sowas umbauen. Oder zum Beispiel im Tiny House, wenn man ja, stromunabhängig oder von irgendwelchen Leitungen unabhängig sein will, sind solche Sachen natürlich mal besser. Und ich sag mal, sie haben natürlich den riesigen Vorteil gegenüber einem normalen Gasofen, so wie wir ihn als Buschkrafter kennen, also einen normalen Gaskocher. Sie sind natürlich eine ganze Ecke standfester. Das heißt, hier kann ich auch mal irgendwas Nudeln kochen oder sonstiges. Das ist also hier drinnen im Koffer. Ja, das ist hier drinnen. Ja. Hier oben, ich zeige euch das jetzt noch mal genauer. Hier oben das, nimmt man einfach raus, dreht man um, macht man einmal runter, dreht es rum. Und ich hoffe, ihr seht es, es brennt schon. Kann man jetzt schlecht sehen. Ja, das ist eigentlich alles, was man machen muss. Und wenn man fertig ist, macht man das dann wieder rum und wieder in den Koffer rein und gut. Hier hat man die Gaskartusche drin, das sind diese ganz... Ja, die gibt es immer mal bei so Billiganbietern so für kleines Geld. Lässt sich auch ganz einfach mit einem Handgriff auswechseln und wieder rein. Moment, jetzt habe ich selber. So, jetzt. Na? Klappe wieder zu, das war es eigentlich schon. Also einfacher geht es eigentlich nicht. Ich habe gesehen, bei Military Basics gibt es die in verschiedenen Dingern. Es gibt auch höherwertige, also jetzt die besser aussehen, so verchromt und sowas. Ne? Wer darauf jetzt Wert legt, ich habe den ganz einfachen genommen, mir reicht der im LKW, den sieht sowieso keiner außer ich. Aber ich muss sagen, dieses Ding, ich bin da schon seit Jahren Fan von. Und der, den ich vorher hatte, den habe ich jetzt in der Garage, der geht immer noch. Das Einzige, was da noch, ich denke mal, 10 Jahre hatte ich den bestimmt. Ja, dicke. Dicke 10 Jahre. Was da kaputt gegangen ist, ist der elektrische Zünder. Das heißt, ich musste den immer mit dem Feuerzeug anmachen. Und irgendwann ging es mir dann auf den Keks, weil, wenn du nämlich nicht mehr raus, hast du auch keine Feuerzeuge im LKW. Ja, deswegen habe ich mir diesen hier geholt und richtig geil mit elektrischer Zündung. Funktioniert super. Die Dinger haben richtig Power. Also man kann damit auch Nudeln kochen, man kann damit auch Steaks braten, wenn man das will. Und ich habe eine Pfanne, alles mit. Einfach genial. Guckt mal rein, er hat da mehrere Teile von, in verschiedenen Ausführungen. Einmal hat er hier so ein, also die Flaschen sind eigentlich immer dasselbe, diese Gaskartuschen sind immer dasselbe, aber die Öfen, ja, der eine, wie gesagt, hat ein bisschen Chrom, der andere hat dies, der andere hat das. Im Grunde machen sie alle dasselbe. Richtig geile Teile, wenn ihr so Wohnmobile oder sowas habt oder jetzt einen Camper oder einfach mal mit in Urlaub nehmen und sagt, hier, pass auf, Ich gehe zelten und ich fahre sowieso mit dem Auto. Da muss ich nicht auf jedes Gramm achten. Nehmt das Ding mit, ideal. Ihr habt eine richtig schöne Standfläche, ihr könnt alles draufpacken und die Dinger haben richtig Power, gehen richtig ab. Ich setze euch den Link hier unter das Video, das soll schon gewesen sein, kein großes Ding. Ihr geht in den Wald, werdet bessere Menschen, kauft euch so einen Gaskocher. Man sieht sich.